Herzlich willkommen in der gewohnten Umgebung. Ich bin wieder zurück. Ich war gestern angekommen mit Verspätung und dies und jenes. Wie auch sollte die Deutsche Bahn es mal hinkriegen, dass man pünktlich nach Hause kommt? Das war nicht so. Ich war ziemlich matschig. Und jetzt wollte ich euch zeigen, wie ich mich zum Beispiel gerichtet habe, was ich für Produkte benutzt habe. Einige Pinsel habe ich bei Mama gelassen, einfach für Mama selber. Produkttechnisch habe ich alles fast mitgenommen, außer den Concealer. Den habe ich entweder meine Tante angedreht oder meine Mutter. Ich habe meine Mutter das in Körbchen gelegt. Ich hatte einen Schwamm vergessen zu kaufen oder mitzunehmen, sage ich mal, und habe einen For You Beauty Schwamm von Rossmann gekauft. Der war so ergonomisch, das war der totale Schrott, habe ich auch bei Mutti gelassen. Also nicht, weil Mutti Schrott kriegt, einfach weil ich ihn nicht brauche. Und Mamas Schwamm habe ich weggeschmissen. Und ihr jetzt einfach die Weichheit nicht so wichtig ist oder so, sie einfach einen Schwamm für ihr Make-up gebraucht habe. So, wir fangen an. Meine To-Go-Produkte waren eigentlich viele Pröbchen. Also einige Pröbchen. Dann hatte ich ja das hier im Projekt und das hatte ich auch mitgenommen. Ich habe zum Teil sehr, sehr viele Projektprodukte mitgenommen. Und ja, heute ist es so, heute kommt jemand mit den Rauchmeldern. Ich hatte euch schon mal in einem Video, glaube ich, erzählt gehabt, dass der auf einmal vor meiner Tür stand und gesagt hat, oh, der hat gar keinen richtigen Empfang irgendwie so. Das hat er an seinem Computer gesehen. Ich so, okay, ich hoffe, er sieht da nichts anderes. Weil das kann ja nicht sein, dass sie ständig irgendwie, die Rauchmelder sollen ja eigentlich 10 Jahre da hängen und jetzt nicht. Also Farbe habe ich im Gesicht natürlich nicht bekommen, wie auch, obwohl wir echt tolles Wetter in Hamburg hatten. Ich bin zwar ein bisschen traurig, ja, gefahren zu sein. Ich muss ehrlich sagen, es ist so ein bisschen unterdrückt alles gewesen, weil wir eben wegen der Verspätung musste man woanders dahin und es war alles ziemlich hektisch und man hatte eigentlich nicht so richtig Zeit, sich endgültig zu verabschieden. Meine Mutter musste dann arbeiten gehen, ja. Also da haben wir uns schon vorher verabschiedet. Ich benutze meine Elf Foundation, die auch, glaube ich, im Projekt ist, die ich also auf jeden Fall mit reingenommen habe nach der MAC Foundation. Da könnte ich nämlich eigentlich gucken, ob da noch was drin ist. Seht ihr, Ja, das kommt da nichts mehr raus. Und diese, ja, dann war es das mal. Ja. Auf jeden Fall war alles ziemlich hektisch. Ich war ziemlich durch den Wind. Es hat mich schon genervt. Ich dachte, ich fahre schon nicht mehr nach Hause gestern, weil wir sonst unseren Zug nicht gekriegt hätten, weil ich nicht online geguckt habe, um ehrlich zu sein. Ja, und das natürlich nicht gerade sinnvoll von mir gewesen. Vielleicht wollte ich einfach auch nicht gucken, weil ich nicht fahren wollte. Wir haben den Zug auf jeden Fall gekriegt, der ja eh Verspätung hatte mit 25 Minuten, glaube ich. Oder mittlerweile dann 35 Minuten, dann 40 Minuten. Also der hat richtig rumgetrödelt, weil der davor schon, also es hat mich einfach genervt Also alles. das war so meine Foundation-Routine, die ich jetzt einfach abfilmen werde. Foundation-Routine ist eigentlich meistens gleich. Aber ich wollte euch einfach die Produkte im Auftrag zeigen. Die Elf Foundation ist ja gemischt mit der 183 Days. Da ist auch nur noch die Hälfte drin, also so ungefähr 10 Milliliter. Ich denke, so einen Monat komme ich damit noch hin. Jedenfalls war es eine ganz, ganz tolle Zeit, sehr intensiv, obwohl meine Mutter arbeiten musste, weil sie da einfach keinen Urlaub hatte. Spontan irgendwie auch alles. Ihr seht, ich kaschiere jetzt mit der Catrice Camouflage. Meine Augenringe, von ihr brauche ich eigentlich nicht so viel. Das war auch eigentlich schon fast zu viel, weil die sehr intensiv ist und für die warme Zeit brauche ich einfach nicht so eine Deckkraft. Oftmals mache ich einfach die Nase dann mit dem Concealer, damit einfach ja alles sitzt. Ich hatte oftmals das Problem, muss ich ehrlich sagen, dass Foundation auf meine Nase bricht. Und ganz übel aussieht, aber nirgendwo anders dann. Ja. Achso, Sonnenschutz habe ich auch aufgetragen. Das Nivea Sun UV Gesicht mattierender Sonnenschutz. Ich fand sie schon nicht so glänzend, aber so richtig matt fand ich sie dann auch nicht. Also so ein bisschen speckig war schon noch. Also so richtig matt war es nicht. Aber es gibt schlimmere Foundations, denke ich mal. So. Ja, Hamburg, natürlich ist es eine intensive Zeit mit Mutti, weil ich sie ja vielleicht einmal im Jahr sehe, vielleicht auch manchmal, ja, 1,5 Jahre nicht, weil die Zeit einfach, ja, es sind halt doch 700 Kilometer, fast 800, die einfach einen trennen und dann echt schwierig sind, ne? Echt schwierig.
Dann habe ich von Astor, ihr seht, ein riesen Hitte-Pen von Astor, das Mattitude Powder benutzt. Und meistens habe ich das tatsächlich nur unter den Augen verwendet. Also so eher so in dem Hell, wo ich auch aufhelle. Seht, da habe ich überhaupt nicht verblendet. Und es gab dann wirklich ein tolles Finish unter den Augen. War nicht zu cakey, obwohl das sehr gut mattierend ist, wie ihr seht. Oder seht ihr nicht? Und meine, ja, eigentlich schon die C-Zone, weil da einfach die helleren Bereiche sind. Und dann hatte ich mir ja ins Projekt mitgenommen. Ich glaube, das war auch im Projekt. Ich habe keine Ahnung mehr. Das Puder hier. Ich mag einfach diese Öffnung. Und das habe ich mir dann hier zum größten Teil einfach in den Wangenbereich hin. Und hier. Dann habe ich gebronzt. Und zwar habe ich gebronzt. Mit dem Bäcker, da sieht man schon gar keine Schrift mehr, schon voll abgegrabbelt. Aber die Verpackung ist sehr stabil, muss man sagen. Ich hoffe, die bricht jetzt nicht ab. Und dieses Bronzing Powder, ich finde, das hat so ein leichtes, ja, so einen minimalen Spiel mit drin. Also so einen leichten Glow. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. So leichte Reflexe und es gibt dann nochmal so ein schönes, ja, Finish einfach. Das war so das, was ich jeden Tag eigentlich benutzt habe. Auf Bronzer konnte ich manchmal auch verzichten, weil ich dann einfach was anderes benutzt habe. Dann habe ich... Ich muss das hier mal drehen. So, dann habe ich meinen Lieblingspinsel für meinen Blush benutzt. Und zwar den von Catrice, der auch in meinem Projekt drin ist. Ist er in meinem Projekt? Ich glaube schon. Zumindest einen Hitte-Pen möchte ich erreichen. Und da ist auch schon eine leichte... minimale Kuhle. So. Und das war so. Da war ich schon mal fertig. Das war aber echt Lieblingsprodukte. Dann habe ich ganz stinknormal meine Augenbrauen mit dem kleinen Stift hier gemacht. Den habe ich in den Deckel gepackt. Und dann geht das schon. Nicht immer haben mir meine Augenbrauen gefallen, aber Gott sei Dank hatte ich so ein Bürstchen dabei. Manchmal habe ich sie einfach zu hart gezeichnet, dass man so richtig gesehen hat, dass man einen Stift benutzt. Das mag ich natürlich nicht, aber so ein bisschen Definition schadet ihr eigentlich nicht. Ja, genau. Hamburg war schön. Wir waren im Zoo. Da waren wir auf Planten und Blumen. Oder Blumen. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich kann nicht mal richtig Deutsch. Dieses Russisch sprechen und Deutsch sprechen. Es gibt einfach ein mega Brei. Ja. Meine Tochter möchte unbedingt, dass ich euch was zeige. Und zwar hat sie sich im Zoo einen Löwen gekauft. Das ist Handarbeit gewesen und hat sie sich den gegönnt. Den kann man auch aufhängen und wunderschön. Wunderschön. Bei den Löwen waren wir und bei den Elefanten und wir haben eigentlich den ganzen Zoo gesehen und waren nicht den ganzen Tag, wie es eigentlich geplant war. Der ganze Tag hätte ich gar nicht überlebt. Irgendwie war ich so kaputt. Es war so tolles Wetter. Wir waren im Aquariumbereich. Wir haben wunderschöne Tiere gesehen. Wirklich wunderschön. Vielleicht schaffe ich das ja, ein paar Bilder noch einzublenden. Mal gucken. Ganz, ganz toll und wunderschön einfach. Ja, hat einfach Spaß gemacht. Dann habe ich benutzt. War einfach toll. Also wenn ihr in Hamburg seid, mal so einen Trip macht, guckt euch einfach den Zoo an. Ob ihr Kinder habt oder nicht. Aber wenn ihr so ein bisschen interessiert seid angucken und ja, die waren so ein bisschen faul, die Tiere, es war einfach zu warm. Die lagen alle da. Ja. So, das ist Augenbrauen Make Me Brow. Es ist fast leer. Sascha, dieses Models Own oder Models Co. benutzt und zwar immer diesen rosanen Ton, wie man sieht.
fast, also ich bin fast schon am Boden, aber es dauert noch. Ich habe überall Katzenhaare von meiner Mutter. Die hatten Kat von meiner Mutter. Na, da kommt schon mal ab und zu dieses Hamburger Mit dem Highlighter. Ich hatte noch einen Highlighter eingepackt von Pixi bei Petra. Den habe ich jetzt bei meiner Mutter da gelassen, weil sie fand das so schön, dass es so schön glowt. Ich habe ihr natürlich nicht mein Projekt-Pen-Zeug da gelassen. Aber man kann ganz gut erkennen, dass ich den Highlighter, denke ich, benutze. Jeden Tag und trotzdem ist da kein Hitte-Pen. Trotzdem ist da, aber ich swirl da auch so rum, ne? Also ich benutze das Produkt wirklich großflächig, klopf einmal ab und dann wird da hier. Erkennt ihr dann den Unterschied? Also es ist dann mehr so verteilt. Also wird dann zu goldiger und sieht einfach schön aus. Und meine Mutter hat es gefeiert und deswegen habe ich hier einen Highlighter da gelassen. Sie fand das echt schön. Also meine Mutter ist einfach der Knaller. Was die nicht alles schon auf. Spontan auf ihr Gesicht, weil lesen, da ist man im Vorteil. Ich liebe Mama, aber die ist so witzig. Da hat sie, als die Beerdigung von ihrem Freund war, also ich fand es jetzt natürlich nicht witzig, dass er beerdigt worden ist, aber ich fand es einfach im Nachhinein, ne? Im Nachhinein fand ich das irgendwie lustig und meine Mutter natürlich auch. Wir haben dann beide gelacht, aber es war natürlich in dem Moment alles nicht witzig. Es war so, dass, also ich benutze immer den von Essence, den habe ich ganze Zeit benutzt, weil ich keine Looks gemacht habe für ein, zwei Stunden, sondern wirklich für den ganzen Tag. Auf jeden Fall hat sie eine Bodylotion und, also ich hatte mich eingecremt gehabt letztes Jahr bei ihr und hatte sie einfach bei der Dusche hingestellt. Und meine Mutter kam dann raus, kurz vor der Beerdigung, als wir dann uns versammelt haben und dann habe ich meine Mutter so angeguckt und habe sie gefragt, ob sie ihre Haare gewaschen hat. Weil sie sahen irgendwie fettiger aus als, ihr wisst schon ganz genau, was kommt, ne? Als vorher. Da hat sie gesagt, ja, mit dem Shampoo, mit dem mit blauen Deckel. Ich so, welches Shampoo mit dem blauen Deckel? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie aus Versehen am Abend oder am nächsten Tag bin ich dann auch duschen gegangen und dann habe ich gesehen, was sie benutzt hat. Und zwar die Bodylotion mit dem blauen Deckel. Weil sie hat auch noch ein Shampoo mit dem blauen Deckel und stand halt alles beisammen. Und sie hat sich das einfach drauf geschmiert. Also ich fand es witzig, sie natürlich im Nachhinein auch. Aber sie fand es natürlich nicht witzig. Das Zeug schmeckt eklig. Aber es nimmt die Puderschicht weg. Ob das jetzt nun länger hält, keine Ahnung. Ich denke nicht. Ich habe meinen Fäcker ein bisschen abgeschnitten und repariert. Und ich finde das einfach wunderschön. Also ich bin richtig auf diesen Glow-Trip und ich feiere es einfach. Es kann mir nicht zu viel sein, es ist mir nicht zu viel. Ich finde es wunderschön, so richtig saftig. Feier es absolut. Und jo. Dann hatte ich diesen Stift hier, diesen Kajalstift, mitgenommen. Und zwar habe ich ihn, ich zeige mal, was ich damit gemacht habe. Als Kajal habe ich ihn einmal benutzt und dann haben meine Augen zweimal getränt. 2 Tage lang, weil es einfach zu hart ist. Dann habe ich ihn einfach als Konturstift benutzt. Ich habe ihn jetzt gerade nur gefunden. Der kommt nämlich in meine aufgebrauchte Kiste. Und dann habe ich super gerne von Tarte, den fand ich immer als Topper gut, weil das A den Lippenstift länger haltbar gemacht hat und ich fand es auch wunderschön. Also es ist nicht so, dass ich ihn nicht schön finde. Aber er ist halt nicht ganz so. Er weiß es nicht. Und dann habe ich einfach über die ganze Und Lippe. es gab dann so Akzente. Den habe ich fast jeden Tag benutzt, wenn ich Lippenstift benutzt habe. Er klebt ein bisschen, was mich ein bisschen nervt, aber er trägt sich super schön ab. Und den habe ich kombiniert mit fast jedem Lippenstift, weil er einfach so eine schöne Farbe hat. Ja, also das ist schon so richtig schön. Also es macht wirklich schöne Lippen und es gefällt mir einfach dieses Nudige zurzeit. Dann, was ich mega oft benutzt habe, also jeden Tag meine Lidschatten. Das war die einzige Palette, die ich benutzt habe. Ich habe so gut wie alle Farben benutzt. Bis auf, also ich habe meine Tante geschminkt, die hat blaue Augen, da habe ich diese blauen Lidschatten benutzt. Und ein bisschen Schimmer. Und ein bisschen schwarz, um ihren Wimpernkranz zu verdichten. Sonst habe ich alle Farben soweit benutzt, bis auf den. Den hatte ich auch einmal benutzt. Und diese 2 für mich selber. Sonst alle auch den versucht. Aber
ich suche jetzt mal irgendwas, was in der Art ist und dann presse ich das da rein, weil es mir sonst nichts bringt. Ich habe einfach einen fluffigen Pinsel genommen und es war so, entweder habe ich das als Grundfarbe benutzt, hier, den hier oder den da. Es war wirklich eine Palette, wo ich glaube, dass sie schön ist, ja, aber ich mir nicht nachkaufen werde, sobald sie aufgebraucht sein sollte, weil ich einfach finde, man muss schon mit ihr arbeiten. Sie funktioniert zwar gut, aber es gibt einfach was Besseres. Es gibt was Besseres und ja, vielleicht möchte ich so ein Projekt Pen machen, wo ich einfach ganz viele Sachen hittepenne und da wäre diese Palette als erstes dran. Sie wäre einfach als erstes dran, weil ich hatte gedacht, ich brauche sie nochmal. Total crazy, weil dieser Ton kaputt ist. Aber ich glaube, ich bin ganz froh, wenn sie Löcher hat. Also, dass man sieht, dass man sie benutzt hat, weil sie echt toll ist. Aber sie wäre einfach nicht so ein Nachkaufprodukt. Dann habe ich oftmals den hier als, also unter den Übergangston benutzt oder den hier oder auch das als Übergang. Also es kam immer darauf an, was ich schminken möchte. Ich möchte halt einfach nur was Natürliches haben. So ein bisschen Bronzy, bisschen, ja, bisschen passend zu meinen Lippen. Das feiere ich gerade mega. Dieses Nude, weil Kylie Jenner Lips habe ich früher nie getragen. Dieses bräunliche fand ich nicht schön. Ich fand immer meine Zähne dadurch immer gelber. Aber irgendwie, ja, meine Eckzähne sind halt einfach so, wie sie sind. Ohne Whitening-Produkte. Und Kaffee und Tee und schieß mich tot. Ja. Ich rufe auch gleich Mutti an, wenn ich hier fertig bin. Dann habe ich einer meiner Lieblingspinsel, was sich herauskristallisiert hat für so kleineres Verblenden, ist der Morphe M514, den ich sehr liebe. Dann habe ich einfach ein dunkelbraun hier aufgetragen. Entweder das hier oder das. Also ich finde das hier unten ein bisschen wärmer. Das ist ein bisschen kühler. Und jetzt trage ich einfach das Wärmere auf. Und also es war dann so ein bisschen definiert. Ich habe nicht so, ich habe es zwar genossen, mich immer zu schminken. Das ist ja das, warum ich mich schminke, weil ich es einfach genieße. Was mir eindeutig in dieser Palette fehlt, ist so ein richtiger krasser Schimmerton in Weiß oder in matter Weiß. Hier ist zwar was, aber es ist eher so ein bisschen, ja, bei mir kommt es irgendwie so ein bisschen Rosé raus. Es reicht mir irgendwie nicht. Es ist eher fast schon was Durchsichtiges. Also man muss sehr viel aufbauen. Was ich dann einfach auch gemacht habe, war, weil ich ja den Mono mitgenommen habe hier. Das war der Pencil, den ich dabei hatte. Den habe ich dann für was anderes am Tagende missbraucht, sage ich mal. Ich hatte von Colourpop, keine Ahnung, das da. Und so sieht es aus. Und man sieht ganz gut, denke ich, dass ich es benutzt habe. Das Hittepen war schon. Aber ich bin dann so richtig swirlig rumgegangen. Das Problem ist irgendwie, es ist so ein bisschen bröselig. Aber ich muss sagen, es kriecht nicht in den Fältchen. Hätte ich jetzt trotzdem erwartet. Das war so immer schön den Innenwinkel highlighten. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Manchmal habe ich sogar meine Nasenspitze mit gehighlightet oder hier so meine Oberlippe, ne? Damit ein bisschen Spiel mit reinkommt mit mit der Farbe. Ich finde sie einfach schön. Und ja. Seht ihr das? Das ist sehr intensiv. Es leuchtet sehr schön. Die Augen wirken wacher. Und hier, wo ich keinen Lidschatten habe, habe ich einfach was anderes aufgetragen. Und zwar nehmen wir einfach mal ein Pinsel. Ich nehme jetzt einfach diesen wunderschönen Ton hier. So ein richtig schöner kupferfarbener Ton, der hier, und trage ihn einfach auf.
ein bisschen am unteren Wimpernkranz. Und ich weiß nicht, ob mir das bei Urban Decay passiert ist oder bei einer anderen Palette. Es kann sein, dass ich irgendwas mische in meinem Kopf, weil ich halt eben noch so ein bisschen verplant bin. Einer meiner liebsten Pinsel ist noch Morphe M506. Ich liebe ihn. Ich werde ihn mir immer nachkaufen, wenn ich keinen mehr habe. Immer wieder nachkaufen. Was mir aufgefallen ist, irgendeine Palette hat mit den Schimmerfarben gebrannt. Ich kann euch aber nicht sagen, welche es war. Und dann bin ich einfach so über den Übergang gegangen und das war schon. Dann einen minimalen Lidstrich. Das habe ich kreiert, entweder mit den meistens mit dem L'Oreal Tattoo Signatur Stift oder mit dem hier. Und da bin ich wirklich nur so, kein Wing mag ich zurzeit irgendwie nicht so. Und das war oft mein Look, den ich einfach schön fand. Einfach dieses Natürliche. Ich war auch mal in Rosa. Also alles, was die Palette halt hergegeben hat. Weil ich wollte sie intensiv testen. Und ich finde, so 12 Tage Test, es sagt schon einiges aus. Ich muss sagen, ein zweites Mal würde ich sie mir einfach nicht kaufen. Sie ist gut, aber sie, ich weiß es nicht. Irgendwas fehlt mir einfach. Dann kommt ein bisschen Wimperntusche. Da habe ich ja auch zwei mit. Einmal die I Love und einmal das hier. Ich finde sie richtig gut und sie gibt auch keine Panda-Augen. Also ich habe keine entdecken können. Mich hat jemand gefragt, ich weiß nicht mehr, ob die Panda-Augen gibt. Ich habe sie ja jetzt 12 Tage getestet, überwiegend, weil ich einfach gedacht habe, nee, wozu die andere benutzen? Aber das ist so, mein Sohn ist sehr musikalisch. Spielt ein bisschen Keyboard oder was es auch immer ist. Und sie gibt aber auch Wimpern. Also seht ihr, normalerweise finde ich diese Gummibürsten furchtbar, weil sie einfach nie so ein bisschen Fliegenbeinchen geben, damit man einfach entdeckt, dass man Wimpern hat. Unten minimal. Panda-Augen hatte ich nicht. Es hat auch nicht oben geschmiert. Und ich muss sagen, mein Look ist jetzt fertig. Ich fühle mich wohl. Setting Spray mache ich jetzt immer vor, also wenn ich mein Gesicht fertig habe und dann, ich fliege gleich vom Stuhl, der wackelt. Und das waren eigentlich so die Sachen, die ich dabei hatte. Ich habe auch schon mal den roten benutzt einmal, das war mir aber dann zu viel. Der muss auch dringend mal aufgebraucht werden, der ist nichts mehr. Und ja, das waren so meine Go-To-Produkte. Alles andere, was ich aufgebraucht habe oder so, seht ihr dann ja auch im Aufgebraucht-Video. Und ja, das ist mein Look von Hamburg. Dann schlicht ganz einfach und trotzdem hat man so, ne? Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.